Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory Nummer 4. So, weiter geht's. Wir wollten noch einen Biogenerator bauen. Haben wir ja gesagt. Da brauchen wir ein bisschen Leder für. Da brauchen wir Biofuel für. Und so ein paar bisschen anderes Gemüse. Gut. Mach mal so. Wir brauchen natürlich eine Nütze Alloy dafür, ne? Ist klar. Zwei sogar. Nicht nur eins. Aber das kriegen wir auch hin. Dann machen wir uns nämlich noch einen. Haben dann auf jeden Fall schon mal eine relativ stabile Stromproduktion aufgebaut. Ein bisschen Eisen, ja, das haben wir noch oben. Diese Circuits. Einen davon. So, da machen wir zwei Eisen und zwei Redstone, die wir jetzt gerade nicht haben, natürlich nicht. Da haben wir schon. Da brauchen wir noch eine Servo, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Wir brauchen noch eine Servo. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das. Das, das, das. Und ich glaube, jetzt doch, ne? Ja. Sehr gut. Machen die Nuggets weg. Die Fuel können wir gleich da reinkloppen. Ganze Geschmuse hier. So, dann werden wir uns gleich mal langsam die ganzen Loot Fabricator und so mal widmen. Brauche ich ja gar nicht. Ach, das ist falsch rum. Alte Haufen. Problem ist nur, ich war zu langsam. Scheiße. Na egal. Der macht jetzt 280 F pro Tick. Die machen 1000. Also kann ich noch theoretisch zwei Stück dran anschließen, wenn ich Bock hätte. Gut, die sind voll, ist klar. Der hier. Aber auch egal. Weil wir brauchen ja jetzt nicht so viel Energie. Das, was wir da reinkriegen. So, dann fangen wir jetzt mal an. Da braucht man die Servo gar nicht. Nicht schlimm. Haben wir eine über. Hier so ein krüppeliger Knochen, der kann man da rein. So, dann fangen wir jetzt mal an. Add Deep. Wir brauchen das Ding. Wir brauchen das Ding. Und wir brauchen das Ding. Und dann brauchen wir die Models. So. Dann fangen wir mal an mit dem Ding. Wir brauchen von diesen Redstone Comparatoren, brauchen wir glaube ich einige. Da brauchen wir auch einen. Da brauchen wir einen Repeater, okay. Da brauchen wir auch Repeater, okay. Das heißt, wir brauchen von denen auf jeden Fall zwei. Wir brauchen Nether Quartz, Redstone, Sticks. Sticks haben wir unten. Lapis brauchen wir. Diamanten. Gelb. Dieses Gelumpe brauchen wir. Da brauchen wir Obsidian und Block of Coal. Obsidian haben wir ja noch genug. Enderperlen und Glasplatten. Wir brauchen zwei Enderperlen dafür. Jetzt habe ich alle, ne? Zwei Enderperlen und wir brauchen noch Glasplatten. Diese. So. Den Rest können wir gleich wieder holen. Jetzt machen wir erstmal das. Wir uns mal Sticks holen.
Und zwei Nether Quarz. So, dann machen wir erstmal davon die 6. Dann machen wir erstmal diese Comparator. Da brauchst du einen normalen Stein für, weil ja klar, irgendwann ist ja immer. Haben wir noch irgendwo normalen Stein rumfliegen? Ja. Sehr gut. Lass mich runter. Ich bin Arzt. So, Comparator. Zwei Stück haben wir. Dann brauchen wir zwei Enderperlen. Haben wir ja auch kein Problem. Haben wir. Zwei Lapis haben wir. Das brauchen wir jetzt noch. Dafür brauchen wir das Gemüse. Da brauchen wir einen Block für. Einen Kohlblock. Dann werden wir uns mal kurz machen. So, so und so. Wenn wir jetzt mit dem hier rechts raufklicken, oder auch nicht? War das nicht so? Bei Crush Redstone. Left Click. So, wir brauchen mal, keine Ahnung. Machen einfach mal ein bisschen. So, wir brauchen die Platten. 8 Stück kriegen wir mal, das ist gut. Okay. Da fehlt uns Eisen. Haben wir das Eisen weggetan oder haben wir keins mehr? Wir haben es nur weggetan. Gut. Gut, gut, gut. Dann. Brauchen wir dich auf jeden Fall zweimal, das ist logisch. So, dann haben wir auf jeden Fall das Simulation Chamber. Dann brauchen wir den Loot Fabricator. Da brauchen wir ein Gold für. Zwei Diamanten. Gold. Gelbe Farbe. Haben wir gelbe Farbe? Haben wir gelb? Jo, ey. Haben wir. Das haben wir auch. Und den Rest haben wir sogar. Dann haben wir die Loot-Fabrikette gleich auch. Da brauchen wir jetzt gleich nur noch den Händler da. So, haben wir das Ding dann auch. So, und die Teile. Das ist die Frage, wo stellen wir die hin? Ich würde sagen, die hängen wir vielleicht hier hinten dann hin. So, da ist die Simulation Chamber. Da müssen wir ein Datamodell reinmachen. Die Simulation. Der Loot Fabricator war... Stimmt, daraus kriegt man nämlich diese Dinger aus den Pistin-Dingern. Genau. Brauchen wir jetzt ein bisschen Kobbel. Ein bisschen verlängern hier. So. Das Problem ist, das Ding, die Dinger brauchen einen Arsch voll Energie. Wie man hier sieht, 1.000.000 EF braucht schon alleine das Ding. Der braucht 256 EF, um einmal da durchzulaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was der brauchte. Der braucht auch einen Arsch voll, das weiß ich noch. Ja. Na gut, ist ja kein... Oh, Mann, wir haben keine Dinge... Boah. Einfach keine Stromkabel mehr. Wow, oder LED. Haben wir noch LED? Ja, eine Kiste vorne. Oder auch nicht.
Ich muss jetzt also die LED einschmelzen, weil wir keine LED mehr haben. Aber, dann ist das so. Dann wollen wir uns mal ein bisschen LED holen, ne? Das ist auch kein Problem, weil Ressourcen haben wir genug eigentlich. Ja, so. Freue mich tatsächlich, wenn wir dann irgendwann das so automatisiert haben, dass wir eigentlich nur noch das Zeug einfach schmelzen können und fertig. Oder wir hauen es halt durch die... Oh, man kann es aber sogar verdoppeln. Kann sogar vervierfachen. Okay. Also wir werden uns dann wahrscheinlich die Factory bauen, die Chamber. Und das dann einfach verdoppeln, das reicht. Vollkommen, tatsächlich. Weil wir brauchen LED, weil wir brauchen Strom. Kabel. Und dann geht's eigentlich ans Geknüppel. Dann wollen wir ein bisschen simulieren gehen. So, let's. War aber die Frage, war das so? Oder anders, war andersrum, ne? Ja. Natürlich war es andersrum. War doch sonst. So. So, aber mit Stromkabel können wir gleich machen. Wir machen jetzt erstmal das Teil. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Wir brauchen 6. Auf jeden Fall dafür. Haben wir die Repeater. Wir brauchen diese Platten nochmal. Gehen wir auch hin. Da haben wir den Learner. Und jetzt brauchen wir die Blank Data Models. Dafür brauchen wir auf jeden Fall mindestens... Wir brauchen Blaze. Ja, wir brauchen 3 mindestens. Wizard Skelett und Rogue würde ich mitnehmen. Das heißt, wir brauchen 2 Repeater nochmal. 3. Blödsinn. 3 brauchen wir. 2 Repeater. 2 Lapis brauchen wir auf jeden Fall. Lapis und Lapis. Nee. Blödsinn. Lapis brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen. Gold brauchen wir noch. 3 Stück. Okay, jetzt fehlt uns das Teil. Gut. So. Haben wir die 3? Jetzt müssen wir die Teile noch bauen. Du brauchst einmal einen Blaze Powder, weil das nicht das Problem ist. Und nämlich einmal das. Zack. So. Man kann die 4 Stück reintun, insgesamt. Die würde ich jetzt reintun. Man muss immer 6 Stück killen, um Basic zu kriegen. So, Wizard brauchen wir einen Wizard Skull. Da weiß ich nicht, ob wir einen haben. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir hatten schon einen. Ja, eben, wir hatten nämlich schon einen. Deswegen kam ich, glaube ich, sogar da drauf. So, und dann hauen wir den nochmal da rein. Den da rein. So. Und dann brauchen wir halt noch den... Da ist das egal, was für eins. Okay. Heißt, dann nehmen wir uns mal so ein Tor so. Und das Teil da rein. So, dann haben wir den das Teil auch. So, und ansonsten... Läuft da, glaube ich, nichts rum, oder? Ja, ich glaube nämlich nicht. So. Und im Endeffekt, was wir jetzt machen müssen, ist einfach in Nether gehen, Mobs kloppen, fertig.
werde ich euch gleich demonstrieren. Aber erstmal hole ich noch ein paar Kartoffeln ab, weil wir brauchen unbedingt was zu essen. So. Essen sollte erstmal reichen. So, dann gehen wir mal in den Nether. So. Wir müssen jetzt von jedem 6 Mobs killen. Theoretisch. Achso, Pigment hätten wir auch noch machen können. Oder? Obwohl, Pigment wäre blöd. Weil dann würden wir Prügel kriegen hier. Ne, ich glaube, Pigment gibt es auch gar nicht. Aber egal, wir gucken jetzt mal. Da haben wir schon einen Blaze-Storm und ein Wither-Skelett. Wir wollen nämlich ganz dezent mal hier. Da ist der Wither-Ding schon gekillt. So, ein Blaze ist tot. So. Wenn man jetzt guckt, sieht man 2 von 1 und 1 von 1 von 2 von 6 und 1 von 6. Und das Schöne ist, die Dinger daten sich nach Zeit immer mehr selber ab. Also da muss man eigentlich gar nicht viel machen. Aber da war schon der dritte, da komme ich jetzt nicht dran, da hab ich keinen Bock drauf. Da 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 da. Und dann haben wir nämlich auch den Vorteil, dass wir Blaze Rods und so weiter sowieso kriegen. Den pickt man nicht. So, Basic Tier ist fertig. Seht ihr unten links. So, und ich zeige euch das jetzt erstmal. Bevor ich jetzt hier weitermache. Weil hier läuft auch gerade kein Android mehr rum und so. Mein Gott, wie viele Blazes sind denn hier? Wo ist denn jetzt der? Egal. Nur wieder runter. So. Muss jetzt mal. Fackel mich nur an, ey. So, ich zeige euch das jetzt nämlich einmal. Oder erstmal. Denn der Mod ist richtig geil. Also, der ist, ich glaube, das ist auch einer von den Zukunftsmods, die wahrscheinlich immer dann kommen. So, wir haben 4 von 48.
von dem nächsten Tier im Prinzip. So, und wir können jetzt hingehen und können sagen, so, wir haben eine 5%ige Pristine-Chance. Wir brauchen jetzt natürlich Strom und wir brauchen gleich noch was. Machen wir gleich noch. So, wir machen mal kurz Strom rein. Klar wird der jetzt wahrscheinlich da vorne leer gesaugt. Aber dann ist uns relativ egal. 2 Millionen F kann er tragen. Der wird gar nicht leer gesaugt. Okay. Gut, wir brauchen noch Polymer-Clay. Das da. Ist jetzt nicht teuer. Also ist jetzt nicht die Welt. Will ich nicht. Dafür brauchen wir halt Clay. Logisch. Machen davon nur direkt ein Stack. So, 16 Stück. Dann brauchen wir ein Lapis, ein Eisen, ein Gold. Das heißt, wir brauchen 4 Gold. 4 Eisen. Und 4 Lapis. 4. So, und dann machen wir nämlich einen Stack davon. Das heißt, man muss pro Durchlauf, pro Simulation muss man ein Clay haben. So, da sieht man, die läuft jetzt durch. Klar, verbraucht er mehr Energie als reinkriegt, da liegt an den Leitungen. Aber er hält es ganz in Ordnung aus. Pristine ist leider failed. Das ist aber egal. Wir haben jetzt ein helles Schmetter gekriegt. Ein helles Schmetter. Daraus können wir zum Beispiel Netherwarzen machen. Daraus können wir Gastränen machen, die wir nämlich brauchen. Für die nächsten Sachen. Habe ich nämlich schon angeguckt. Wir brauchen nämlich zum Beispiel für das Safari-Netz. Das alte Safari-Netz brauchen wir nämlich eine Gasträne. So, den kannst du jetzt im Prinzip laufen lassen. Der generiert jetzt im Endeffekt Sachen. Ich würde jetzt gerne einmal damit zeigen, aber bis jetzt hat er immer nur gefailed. Ich werde mal gucken. Haben wir da Pristine Blaze? Dann kann ich mal zeigen, was man damit machen kann. Das müsste das sein. Genau. Da sieht man, wie man es kriegt. Und was da lustig ist, das habe ich ja noch mal gezeigt. Die Data geht hoch. Pro Simulation geht der ein hoch. So, jetzt muss er warten, bis er genug Energie hat. Dann geht er wieder weiter. Und ich zeige euch mal eben kurz, was Blaze man daraus machen kann. Man kann einmal Blaze Rods machen, Sulfur sowie Infernium Essenzen. So, jetzt fährt er wieder durch. Oh, hat sogar Success. Das kann ich euch dann direkt zeigen. So, jetzt kriegen wir ein Pristine. Sonst können wir hier hingehen. Können sagen, hier, Kumpel, mach mal. Und wir können es halt jetzt aussuchen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich will Blaze Rods haben. Zack, 2 Blaze Rods. Total geil. Ich finde den Mod sowas von geil. Und wir haben jetzt im Endeffekt eine unendliche Mob-Farm. Wenn man so will. Und jetzt zieht tatsächlich nur den leer. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, was der braucht. Das steht da sogar bei, glaube ich. Oder? Ne, kostet 2650. Kosten alle. Ne, hier sind teurere. Genau, Gas ist zum Beispiel teurer. Wizard kostet 880F zum Beispiel. Enderman 512. Wizard 2000 noch was. Ender Dragon noch mehr. Darauf muss man auch achten. Die Sachen werden immer teurer. Zombies, glaube ich, sogar billigste. Mit 80, genau. 80 Skelett und Zombie. Creeper. Also die normalen Mobs. Und ja, wie gesagt, durch die Hellish Matter können wir jetzt auch noch andere Sachen machen. Wir können auch Blaze Powder machen, wenn wir wollen. Soul Sand können wir machen ohne Probleme. Wir können das Extraterrestrial machen. Extraterrestrial kriegen wir aber auch durch Enderman später. Und so weiter. Wir kriegen auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob man das denen kriegt. Ah, Twilight Matter gibt es auch noch, okay. Das wusste ich gar nicht, dass es Twilight Matter gibt. Was kann man daraus machen? Alpha. Ah. Cool. Da kann man Diamond Ores rausmachen. Guck mal. Aus den Bossen. Aus dem Twilight. Die müssen wir auch noch wahrscheinlich legen. Weil ich glaube, das ist eine Quest sogar später. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen wieder was gemacht. Wir haben das hier jetzt alles fertig. Wir müssen dann das hier machen. Joa. Das kriegen wir aber alles hin. Deswegen, da sehe ich nicht so das Problem drin. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt auch schon wieder ein paar Sachen fertig.
Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Sky Factory Nummer 4. Tschüss singen!